So. Okay. Königin Polen. Wobei erstmal hier einfach reinlaufen und. Oh, und Roboter auswerfen. Oh, geil! Haha! Oh. Okay, ich brauche unbedingt mehr von Robotern. Die sind echt gut. Also sie gehen leider sehr schnell kaputt, aber die sind... Oh, oh. Ja, jetzt sind wieder zu viele davon. Okay. Ich habe gelernt, was ich lernen wollte. Die Dinger sind wirklich super dafür da, diese Selbstmordeinheiten zu zerstören, die mir das Leben so schwer machen. Allerdings nehmen sie dabei auch selber Schaden und gehen recht schnell kaputt. Ich bräuchte also entweder bessere Roboter, aber die sind schweineteuer, oder einfach mehr. Das heißt, ich laufe jetzt zurück zur Basis, schmeiße das Inventar voll mit den kleinen Robotern und werde dann zurückgehen dahin und den Hydralisken denn zerstören, der mir das Leben ein bisschen schwer macht. Und danach die anderen Spawner, wo die Selbstmordeinheiten rauskommen. Frage ist jetzt nur, ob ich das heute noch mache, weil es wird gleich bestimmt wieder dunkel und dunkel, das ist doof. Oder halt morgen dann. Ich denke eher morgen. Und wo ich gerade hier bin, kann ich das kurz schließen. So. Das hier muss auch noch alles gemacht werden und da ist eine Riesenlücke und... So. Da und da. Und natürlich könnte ich das alles auf einmal machen. Sie könnte komplett die Verteidigung jetzt einmal drum ersetzen. Allerdings ist das so schweinelangweilig, dass ich mir das nicht antun kann. Und euch dementsprechend auch nicht. Also... Für diejenigen unter euch, die sich halt wundern, warum macht er das nicht so und so? Es hat alles immer einen Grund. Wo sind meine Radarschüsseln da? Machen wir für jeden kleinen Block Radarschüsseln. So, 14, gut. Roboter sind da. Zack. Kann ich die da unten für ihn rein tun? Nein. Da. Das alte Ding, also du kannst mal weg, du kannst weg, du kannst weg, ihr könnt weg. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Flammenmoni, falls ich da wirklich ordentlich Gebäude zerstören will. So. Oh, ich probiere mal hier hin, falls irgendwo Platzprobleme entstehen. 6 Türme schießen, ist okay. Was mache ich jetzt noch? Ich glaube, ich hole mir jetzt die grünen und roten Chips, die ich jetzt schon seit, keine Ahnung, 20 Minuten holen wollte. Um dann noch ein MK2-Schild zu bauen. Wie schaut's aus bei euch? Sehr gut. Einmal komplett 200 voll. 200 voll. Eigentlich hätte ich ja noch mehr. Tu mal den Furnace da rein. Oh, und euch. Dann verteilen. Da war was. So. Sollte schon mal die Stromrechnung ein wenig reduzieren. Wobei es bei den Schmelzöfen auch wieder besser gewesen wäre, aber... Das heißt jetzt noch ein Stack grüne Chips mopsen. Dann ein MK2-Schild anfordern. Und grüne Chips herstellen. Grüne Module herstellen. Da, 30 Stück. Gut. Wir haben es jetzt nachts. Oh. Bräuchte eventuell noch eine zweite oder dritte Fabrik für die Sniper-Muni, ja? Okay, kurzer Abstecher zu der Sniper-Muni-Fabrik. Ob ich da noch was drehen kann. Und danach geht es dann hoch. Hier. Ich kann die erstmal zu so einer machen.
dann so. Ist zwar jetzt ziemliche Stromverschwendung. Das Ding allein verbraucht jetzt 630 Kilowatt. Aber ich denke, das wird sich recht schnell bezahlt machen. Staut sich auch nichts hier, richtig? Richtig. Ein bisschen was. Aber wird alles verteilt. Okay, Angriff von oben. 13 Türme schießen ist in Ordnung. Ich probiere jetzt mal den Angriff. Geronimo. Was da oben ist, keine Basis? Nee, das ist nur deren Rausbruchpunkt. Das wird auf der Karte irgendwie auch markiert. Vielleicht, weil diese Tunnel, die sie benutzen, in-game technisch eine Gebäudeart sind oder so. Keine Ahnung. Was war der rote Punkt? Der rote Punkt war die Zweiermine. Ich finde das cool, dass hier überall diese alten Ruinen von mir rumstehen. Also es wirkt halt dadurch alles ein bisschen lebendiger, der Planet. Dass auch Sachen rumstehen, die irgendwann mal für irgendwas benutzt wurden. Wäre auch schön, wenn von anderen abgestürzten Spielern noch Sachen, also Strukturen, random generiert werden. Einfach nur so fürs Feeling. So, hier muss ich gar nicht rein. Ich muss jetzt eigentlich nur die Roboter auswerfen und in Flamme was zerstören. So. Das Ding da zum Beispiel. Okay. Eins wurde zerstört. So, die Dinger wieder raus. Roboter ist kaputt. Roboter raus. Lauf, 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 lauf. Da kommen wir her. Und go. Mehr als genug gemacht für einen Tag. Lauf, 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 lauf. Also, zwei Hydralisken-Dens waren das, glaube ich. Und ein so ein Spawner für die Selbstmord-Einheiten. Jetzt muss ich mein Schild aber erstmal regenerieren lassen, sonst wird das gar nichts. Dich raus, die. Dich rein, euch beide rein. Ihr habt sogar extra Grafiken. Also, der hat Kugelmensch richtig was einfallen lassen, das ist ja super. Und auch eine Schadensanzeige sieht anders aus als früher. Oder ist das bei Vanilla jetzt gepatcht worden? Das weiß ich nicht. Her. 5 Follower da unten. Und ich habe jetzt aber keine mehr, um nochmal... Ja. Nee. Ich riskiere da jetzt nichts. Ich gehe jetzt einfach nach Hause. Freue mich, dass ich die Basis ein wenig zurechtgestutzt habe. Es liegen auch noch 2 oder 3 Alien-Artefakte da draußen rum. Die nehme ich dann beim nächsten Mal mit. Und so können wir wirklich auch die größeren Basen ein wenig zumindest einschränken. Ich denke jetzt nicht unbedingt die da oder die da. Aber die da können wir nach und nach zerlegen. Das da war ja unsere respawnende Basis, um immer wieder was abzugreifen. Und dann das Ding hier auch nach und nach stutzen. Damit wir wenigstens aus dem Nordwesten und Norden nichts mehr zu befürchten haben. Ja, gut. Also vielen Dank nochmal an denen, beziehungsweise diejenigen, die die Roboter erwähnt haben, dass ich die nochmal einen Blick würdigen soll. Die nächste Stufe wäre bestimmt entsprechend noch cooler. Wobei das die Sniper sind, die machen halt nicht das, was ich mache. Flammenwerfer-Roboter wären cool. Aber ich denke, so ist am sinnvollsten, weil die machen genau das, was sie machen sollen, nämlich diese kleinen Selbstmordeinheiten von mir fernhalten, während ich mit dem Flammenwerfer die Gebäude zerstöre, die Gegner spawnen. Dadurch wird die Horde nach und nach ausgedünnt und es klappt soweit alles. So. Da, wie viel haben wir drin? 11.
Ups, her damit. Stromsparmodule. Ja. Oh, was ist hier los? Ernsthaft? Warum werden die nicht alle abgeholt? Hä? Kann es sein, dass das Spiel gerade erst mitbekommen hat, dass eine Kiste voll Munition ist, als ich hier auf dem Grid aufgetaucht bin? Das sah irgendwie danach aus. Ich nehme mal einen von euch raus und tue dafür einen davon rein. Energy Consumption, wir sind nur noch plus 110%. Das ist verträglich. So, was ist mit dir? Woran hapert es bei dir? Stimmt auch wieder in irgendwelchen Blöcken. Na gut, das sollte für zwei, dreimal reinlaufen reichen. Noch ein Schild. Fehlt wieder Plastik und Stahl. Achso, rote Chips fehlen. Okay, rote Chips holen, Stahl holen, ein MK2-Dingens bauen, auf den Weg nach oben und dann oben weiter zerlegen. Ugh. Achso, und zwischendurch da hinten. Und ihr haltet ganz schön lange, Roboter. Kann ich euch irgendwie auch reparieren? Kann ich nicht schlecht targeten. So, runter. Wir bleiben jetzt auch echt bestehen, bis sie zerstört wurden. Das wäre auch schick. So. Jetzt noch die roten Chips und dann good to go. Flammenwerfermuni habe ich fast gar keine verbraucht, weil das sind halt nur die leichten Gebäude. Die Hives lasse ich ja stehen, damit die Basen sich regenerieren. Außerdem dauern die halt viel, viel zu lange. So, die können jetzt abgebaut werden. Du kannst da bleiben. Fusel dich mal hier durch. Ne, wo waren die roten Chips? Bei den Fabriken oben, ja. Da. Du. Da sind die guten. Mhm. Und das reicht schon, ne? Wie viele brauche ich noch? Nur einen. Danach bräuchte ich theoretisch bessere Batterien. Man kann es auch zweimal bauen. Und blaue Chips abholen. Die waren wieder bei den Flüssigkeiten, richtig? Ja, da. Zack, zack. Und ich habe wieder gar nicht Stahl. Das geht viel zu schnell. Oh gut, ich gehe jetzt wieder hoch und zerlege die Basis weiter. Und sammle die Artefakte ein. Und, oh, sehr schön. Dann kann ich mir vielleicht sogar zwei Grinder kaufen. Oder... Was wäre die Alternative eigentlich zu Grindern? Power Armor 2. Weil die ist viel zu teuer. Ja, allein... Nee. Also die 50 Alien-Artefakte sind schon mal ein Hammer. Aber die Lila-Tränke sind da wesentlich schlimmer. Ja. Wobei ich auch das demnächst wieder machen sollte. Mit dem Illyrium Extractor. Muss ich schauen. Weil es artet dann eigentlich nur noch in. Sehr vorbildlich von euch, aber sinnlos. Aber es artet leider halt nur noch in Grinden aus. Das heißt, ich muss mir echt überlegen, ob ich jetzt vielleicht die Season demnächst auch beende. Weil das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, wäre immer und immer wieder die Basen töten, um an die Fakte zu kommen. Und immer wieder die Mini-Basen aufbauen für Illyrium-Extraktoren. Das mache ich dann so 30, 40 Folgen lang. Und dann habe ich genug Lila-Tränke, um die Sachen zu erforschen, die ich gerne nutzen will. Es klingt jetzt nicht so wirklich spannend. Also werde ich in den nächsten Tagen ein bisschen mit mir hadern. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben. Die Alternative wäre halt das neue Shadow Mod Pack ausprobieren, was inzwischen wesentlich balancierter sein soll. So, und ich bin hier von der falschen Seite gekommen, ne? Ja. Lauf. Auch eine Taktik, die Königin komplett zu ignorieren. Fertig? Achso, die Königin... Die ist tot? War ich das?
Was ist da passiert? Haben meine Roboter das gemacht? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Joa, also die schwierige Basis, die uns so zu schaffen gemacht hat, wurde jetzt zerstört. Keine Ahnung wie. Na, die Königin zumindest. Ah, da oben liegt noch irgendwas. Ein Spawner muss da noch sein, genau da. Noch mehr Ehen-Artefakte. Schön, 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 schön. Das MK2-Schild kommt später rein. Ja, hier ist echt nichts mehr. Sehe ich irgendwo noch einen rosa Bömmel? Nö. 10 Stück. Jo, das wären 2 Grinder. Okay. Die Türme da lassen oder nicht? Jetzt, wo ich. Also, es können echt die Roboter gewesen sein, die die Königin gekillt haben. Das heißt, ich muss auch gar nicht mehr diese Basen jetzt dahin stellen. Was das Ganze schon mal irre angenehmer macht. Oh, warte. Da war noch eine Illyrium-Mine. Ich will gucken, was wieder drin ist. Ich vermisse so sehr Ditech und Poptech und die ganzen anderen Sachen. Und ja, sie waren damals überpowered, aber sollen sie ja jetzt nicht mehr sein. Und so ein Nachtsichtgerät MK7, wo man nachts komplett super gucken kann, klingt echt, echt angenehm. So kann ich. Ich müsste dich jetzt zerstören, wenn ich hier bauen will. Nee, nee. Also wir haben jetzt hier eine Basis, die man regelmäßig besuchen kann. Wir haben da eine Basis, die man regelmäßig besuchen kann. Und wir haben da unten eine. Und mit den Robotern kann ich auch die anderen behaken. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Warten, bis eure Kommentare mich einholen und dann überlegen, ob ich das Hardcore-Projekt hier erstmal auf Eis lege und mit dem Shadow Modpack weitermache oder nicht. Also klar, ich kann auch immer noch an der Basis weiter rumtüfteln und die Verteidigung ordentlich hinbauen und so weiter, aber es ist halt, ne? Nicht ganz so interessant für mich, muss ich gerade gestehen. Aber gut, bis denne.